Hallo Leute, heute kommt mein Videothema über die Gleichberechtigung für Menschen mit Behinderung und dieses Video sage ich meine persönliche Erfahrung, die ich in der Vergangenheit über das Thema erlebt hatte, auch was das Thema Beruf anbelangt und wie viel man da dort verdienen tut, in dem Verhältnis von normalen Leuten, die man da vergleichen kann, ob die eine Ausbildung habe oder auch keine Ausbildung habe oder auch keinen Schulabschluss habe, aber trotzdem in dem Bereich arbeite. So in dem Verhältnis, wenn man jetzt eine Behinderung hat, will ich euch gerne mal erläutern. Ich ist ja erstmal wenigstens über meine Vergangenheit und dann sehen wir weiter, welche Punkte mir an sich noch so stören tut, an die Gleichberechtigung für Menschen mit Behinderung. Das Ganze war damals so, ich hab mehrmals ein Praktikum gemacht im Altersheim, Praktikum wird man nicht bezahlt, ging ganz normal, wurde ganz normal behandelt, alles drum und dran okay. Das war damals ein Schulpraktikum, hat das damals angefangen, um dort darüber später, sag ich mal, zu arbeiten. Hat also an sich funktioniert. Warum ich da heute nicht mehr bin, will ich das gerne mal in dieses Video erläutern. Ich war die Behindertenwerkstatt für eine gewisse Zeit. Da gibt es so einen Berufsbildungsbereich und durch diese Berufsbildungsbereichnahme hat der Betreuer, der da für mich zuständig war, mich unterstützt, um dort Praktikum zu machen in dieser Zeit. Und nach dem Berufsbildungsbereich dort eben ein Vertrag von mit die Werkstatt und ein Vertrag mit dem Betrieb, in dem Fall über Altersheim. Das Ganze läuft dann so ab, man hat da mit denen, sagen wir, über die Werkstatt einen Vertrag. Kann man so sehen, die Werkstatt leiht mich als Mitarbeiter den anderen Betrieb Altersheim zum Beispiel aus. So kann man den Vertrag sehen. Das Ganze war dann so, ich habe dann dort gearbeitet, um zu dem Vertrag zu kommen. Also erstmal sage ich, wie viele Stunden ich ungefähr dort gearbeitet habe. Habe da ungefähr zwischen 6 und 7 Stunden pro Tag gearbeitet. Von montags bis Sonntag, aber ich hatte auch in die Woche ein bis zweimal frei gehabt. Meiste habe ich nur einmal frei gehabt, weil irgendwelche Mitarbeiter wieder krank waren. Und das heißt eben, die Woche habe ich zweimal frei gehabt, wenn es gut gelaufen hatte. Und natürlich musste ich auch Wochenende arbeiten gehen, sprich Samstag und Sonntag. Und alle Feiertage musste ich auch arbeiten gehen. Das konnte ich mir nicht selber aussuchen, das haben die so gemacht, wie ich das für richtig halte, ist auch soweit alles in Ordnung, aber ich habe pro Tag dort nur 5 Euro verdient. Das heißt, pro Tag nur 5 Euro, das heißt auch für die Feiertage und für die Wochenende bekam ich auch nur 5 Euro für ca. 6 bis 7 Stunden Arbeit. Wenn ich jetzt im Monat 30 Tage arbeiten gehen würde und ich würde dort arbeiten, 30 Tage lang, obwohl ich natürlich da, sag ich mal, in die Woche einmal bis zweimal frei hätte, dann wäre es ca. 22 Tage, die ich dort arbeiten würde. Und da wäre ungefähr ein Monatslohn von 150 Euro drin. Aber was ich hier noch so sagen kann, die Werkstatt hat dazu nur einen Teil mitfinanziert, sprich mein Werkstattlohn wurde auf den Lohn von Altersheim draufgerechnet. Das heißt, im Monatsende hatte ich ca. 405 Euro raus. Also die Werkstatt hat mir 205 Euro dazu bezahlt und das Altersheim hat mir, wie gesagt, pro Tag 5 Euro gegeben. Und das heißt auch, wenn ich zum Beispiel krank war oder so, also krank war, Kälte war, sonstige Sache,
habe für den Tag, wo ich nicht gekommen bin, weil ich durch die Erkältung, sag ich mal, ausgefallen bin, habe ich für den Tag natürlich dort kein Geld bekommen, nur für jeden Tag da, wo ich anwesend bin. Das heißt, wie gesagt, hätte er ungefähr 150 da verdient. Zusammen berechnet mit das Geld von meiner Werkstatt wäre auf ca. 400, sage ich mal, gewesen. Oder fast 500 vielleicht, wenn eine Prämie gab. Kann man aber jetzt hier mal so stehen lassen. Ein normaler Mitarbeiter hätte da ohne eine Ausbildung den Mindestlohn verdient. Und da wäre dann bei ca. 900. Bei 900 oder bei 950 war der raus oder sogar teilweise über 1000 Euro habe ich da verdient. Wäre ich nur am Tag 5 Euro verdient habe und wie gesagt, wenn die Werkstatt, wie gesagt, zusammenberechnet, gerade mal 400 raus hat im Monat, was natürlich nicht mal gelangt hätte für eine Miete zu finanzieren. Wenn man jetzt die Menschen mit Behinderung gleichstellen will, sollte im Betrieb derjenige auch vernünftig bezahlen. Aber das Thema lege ich mal zur Seite, da ich das schon mal weiß, dass es damals so abgelaufen war. In die Werkstatt für Menschen mit Behinderung, da verdient man ja in dem Berufsbildungsbereich verdient man ja nichts. Und man wird 2 bis 3 Jahre in die Werkstatt für Menschen mit Behinderung durch das Amt finanziert, da bekommt man von der Amt 65 Euro circa und danach bekommt man von der Werkstatt einen richtig unbezahlten Lohn, der für Menschen mit Behinderung, sage ich mal, ziemlich unfair ist, gerade mal nur 200 Euro ausbezahlt. Das finde ich ziemlich respektlos, obwohl man Vollzeit arbeiten geht, verdient man da gerade mal nur 200 Euro. Aber auch was die Gesetze anbelangt für die Menschen mit Behinderung, dass Menschen mit Behinderung, nur weil die Hilfe brauche, nur 50.000 Euro ansparen dürfe, das finde ich richtig unfair für einen Menschen, der eben nur so viel ansparen darf. Ihr könnt gerne mal eure Meinung darüber in die Kommentare schreiben, wie unfair die Sache, die ich jetzt gezählt hatte, dass nur weil der eine Behinderung hat, bist du eben nicht so wie diese Person, du verdienst eben wesentlich weniger, wenn du hier arbeitest. Man kann genauso gut sagen, man geht gar nicht arbeiten und man bekommt trotzdem alles finanziert. Von dem Verhältnis her hat man dadurch eigentlich mehr, weil eigentlich sollte man ja die Menschen mit Behinderung eigentlich anspornen, um arbeiten zu gehen und nicht noch jede Ansporn, sage ich mal, wegnehmen. Weil ich finde, das geht auf jeden Fall gar nicht. Könnt ihr gerne mal eure Meinung darüber in die Kommentare hinterlassen. Über das Thema, über die Gleichberechtigung. Darüber kann man ja noch sehr viel mehr sagen. Zum Beispiel, die Welt ist auch nicht unbedingt behindergerecht, kann man sagen. Zum Beispiel Rollstuhlfahrer kommt zum Beispiel nicht überall hin. Kann zum Beispiel auch nicht alles machen. Und die meisten Arbeitgeber, die holen auch keine Menschen mit einer Behinderung an. Die normale Arbeitsbetriebe, sag ich mal, die nehmen auch keine Menschen mit, sag ich mal, mit Behinderung auf, weil die meisten da, wie gesagt, so abgelehnt, nur weil die eine Behinderung haben. Bei den meisten Betrieben jetzt. Und die meisten Menschen mit Behinderung werden auch selten gut bezahlt oder nur ansatzweise gut bezahlt. Bei der Weltbevölkerung, sage ich mal, in Deutschland sind wir ziemlich zurückhaltend gegen so ein Thema oder gegen solche Menschen einzustellen. Und solche Menschen haben auch im Berufsleben einen riesengroßen Nachteil, um einen vernünftigen Beruf zu finden. Weil viele sagen ja zum Beispiel zu mir, du musst ja erstmal Einkommen haben, du musst erstmal Geld verdienen gehen, aber das Ganze ist nicht so einfach. Weil man halt eben deutlich als Behinderter, sag ich mal, nicht wirklich eingeschränkt unbedingt, je nachdem, was für eine Behinderung man hat.
sondern die Gesellschaft oder die Arbeitgeber, die nehmen ja einen nicht. Und das ist das Problem. Wenn jetzt zwei Mitarbeiter kommen würde, einer hat eine Behinderung, der andere hat nichts und die beiden haben auch weder eine Schulausbildung noch sonst irgendwas, wer würde dann eher von der Chef aufgenommen, für dort eine Ausbildung zu machen oder einfach nur als fester Mitarbeiter, der dann dort den Mindestlohn verdienen tut? Wer wird denn da aufgenommen? Wahrscheinlich der, der keine Behinderung hat. Und so soll das, finden die Politiker, soll sich da mal auseinandersetzen, dass das Gesetz für Menschen mit Behinderung auf jeden Fall deutlich besser wird und auch die Arbeitgeber, die dieses Video zum Beispiel jetzt hier sehen dürfen, dass die zum Beispiel endlich mal nachdenken und auch solche Menschen mal einstellen, wenn solche Menschen jetzt sich bei euch bewerben. Und die natürlich auch dementsprechend anständig bezahle. Gut, dann sage ich mal, hier beende ich mal das Video. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Dann sage ich mal, bis dann Leute und haut rein.